Sie sind hier, 27. Januar 2019, 10.03 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Rabbi Matondo könnte künftig für Schalke 04 auflaufen. Urheberrecht Getty Images. Schalke 04 will sich mit einem Nachwuchsspieler von Manchester City verstärken. Die Ablösesumme gestaltet sich allerdings problematisch. Schalke 04 steht nach Informationen der Funke Medien und von Sky vor der Verpflichtung des walisischen Nachwuchsspielers Rabbi Matondo, 18, von Englands Meister Manchester City. Angeblich bestehe zwischen den Königsblauen und dem Teenager Einigkeit, allerdings sei noch keine Übereinkunft mit den Citizens erzielt worden. Eine 10 Millionen offerte der Schalker für den Rechtsaußen, sei zunächst abgelehnt worden. Matondos Vertrag beim Club von Teammanager Pep Guardiola läuft noch bis 30. Juni 2020. Von Sportinformationsdienst.